Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 50 50. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ran an die Telefone oder an den PC oder an das Faxgerät. 0800 220 50 50, die Telefonnummer, Faxnummer 0800 220 50 51 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Mit wem geht es los heute? Heute Nacht mit Conny, und Conny ist 43 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo Conny. Ich begrüße euch erstmal alle da. Das ist sehr nett. Ich habe da eine, also ich greife mal zurück auf vergangenen Freitag. Ja. Und da hatte jemand eine Anruferin, da war die Französin, ne? Die mit dem Auge. Ja, genau, ja. Ja. Und die hatte da, glaube ich, da irgendwie so einen Orgasmus am Auge. Also die... ja. Also, wie hieß sie nochmal? Veronique. Ja. Veronique hieß sie. Und sie hatte ja eine Stelle am Körper entdeckt, nämlich ihr Augenlid so, über das sie einen Orgasmus kriegen kann oder ein orgasmusähnliches Gefühl. Ne, genau, so war's. Das stimmt. Und ich habe euch aufgerufen, wenn ihr auch solche Stellen an eurem Körper entdeckt habt, erzählt es mir bitte, ich bin sehr interessiert daran. Ja, und deswegen, so. Ich habe auch eine Stelle. Ach. Und das wollte ich mal eben kurz sagen. Ja. Und das liegt bei mir am Ohr. Am Ohr? An beide Ohren, ne? Am Ohrlappen? Nee, Ohr in Trommelfell, dreh dich rein. Ach. Ja, es tut mir ein bisschen, ja. Das heißt, ich sehe dich schon immer so mit Kugelschreibern oder so Kuhstäbchen immer so im Ohr spielen, oder? Nee, das bin ich. Domian, ich muss halt dabei sagen, mein Partner, ja, der muss mich immer, also, sag mal, im Ohr richtig rein schreien. Aber dumpf. Ach. Und ich habe das unheimlich gerne. Nur, ich hab nur gedacht, irgendwann platzt mal Trommelfeld. Ja. Und da bin ich nach dem Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen. Ja. Und die hat, ja, das stimmt. Und da habe ich mal nachgefragt, ob das normal wäre. Hast du so offen gesprochen? Bitte? Hast du so offen gesprochen? Hast gesagt, hier, wenn der mir ins Ohr brüllt, ja, kriege ich warme Gefühle. Ja, ja, so, ich habe das so gesagt. Ist er denn beide? Ist das normal? Und was meinte Herr Doktor? Ja, der hatte mir in die Ohren reingeguckt und da sagte zu mir, wissen Sie weiter, machen Sie weiter so. Wenn Ihnen das Spaß macht, ne? War Ihnen das denn neu? Oder was für einen Eindruck hattest du? Ja, also sowas hat er auch noch nicht gehört. Ist ja interessant. So, also ja, ich sag jetzt mal, ne? Ich habe es jetzt auch immer noch nicht so ganz richtig verstanden. Also, du hast erotische Gefühle, wenn man dir ins Ohr geht. Ja, reinschreit, also mit dem Mund. Mit dem Mund reinschreit. Also nicht, wenn man mit Gegenständen da rein rumfummelt. Das nicht. Nein. Also es muss was Akustisches sein. Ja. Das am besten ist es, wenn du im Bett liegst und du hast einen Partner, der dir so richtig volle Kanne ins Ohr schreit. Ja, also nicht zu doll wahrscheinlich, ne? Ja, also Domian, ich kann dabei stehen, ich kann dabei sitzen, aber wenn ich stehe, ja, ich habe das mal schon Stereo gemacht, ne? In beiden Ohren. Aber da muss ja zwei Männer gehabt haben. Einer da. Nein. Meine Tochter und mein Partner. Oh. Und die haben das beide bei mir im Ohr gemacht. Und ich bin in die Knie gegangen. Ja. Nur, und ich habe mal auch zu meiner Tochter gesagt, wenn ich bei ihr bin, mach das mal, ne? Ja. Da sagt sie, Mama, weißt du was, du gehst mir langsam auf den Geist. Ja, verständlicherweise wahrscheinlich. Für die Tochter ist es ungewöhnlich, ne? Ja, aber ich glaube, die hat auch so eine Neigung. Also, ganz ehrlich. Es ist ganz egal, was man dir ins Ohr spricht. Hauptsache, es ist schön laut und dumpf oder so. Ja, dumpf. Dumpf und, muss es sein. Das heißt also, eine Männerstimme kommt schon gut, ne? Ja, eine Männerstimme. Eine tiefe, sonore Männerstimme. Ja, also wenn man jetzt Ich will jetzt gar nicht zu laut sprechen, sonst kommst du auf seltsame Gefühle gleich. Wenn du, hast ja dann... Das ist noch viel zu leise, Domian. Ehrlich, das stimmt. Und halt, jetzt sag mir, ist das wirklich... aber es ist kein wirklicher Orgasmus. Es ist nur ein geiles Gefühl irgendwie, oder? Also, ich sag mal, mein Partner weiß es am besten, ne? Ja. Also, man hat... Ich sag jetzt mal, ja, wie soll ich jetzt mich da ausdrücken? Ja, ist so, man wird irgendwie doch feucht, sag ich jetzt mal, ne? So sehr. Ja, doch, ehrlich.
Also ich weiß nicht, also das habe ich aber jetzt nicht seit ein Jahr oder seit zwei Jahren. Genau, das wollte ich fragen, du bist 43, seit wann hast du das schon? Ach, da habe ich schon bestimmt schon, lass mir nicht lügen, 14 Jahre. Und hast es durch Zufall so irgendwann entdeckt? Ja, also so am Ohr mal, meine Tochter, die hatte mich früher immer bei dem Ohr geflüstert. Ja. So, und dadurch irgendwie, ja doch, das, ja. Dadurch entstand das. Also interessant finde ich in deinem Fall, also dass Leute am Ohr empfindlich sind, das kennt man ja. Aber das ist ungewöhnlich, was du erzählst, dass man ins Ohr hinein laut sprechen muss und dass du dann erotische Gefühle bekommst. Ja, das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Aber ich glaube ja auch wiederum, das ist ein guter Beweis, was du jetzt gerade erzählt hast, dass ganz viele Leute so ungewöhnliche Empfindungen an ihrem Körper auch haben, die nicht so der Norm entsprechen. Eben. Ne? Deswegen konnte ich gar nicht lachen, wie die Frau sagte, sie hätte einen Orgasmus am Auge. Da hast du gesagt, na und? Ich hab's im Ohr. Ja, ne? Eben. Ja, da gab's nichts zu lachen. Ja, ich hab nur gedacht, da musst du doch mal anrufen. Ja, das finde ich auch sehr richtig. Das finde ich wirklich sehr richtig. Und aber noch eine Frage dazu. Ja? Ist dir denn dieser, ich nenne ihn mal profanerweise den Ohrorgasmus, ist dir der Ohrorgasmus angenehmer, wichtiger, schöner als der andere, der normale Orgasmus? Ich denke mal, da kann man fast mischen, also fast gleich. Also, ich meine, der andere Orgasmus ist auch natürlich schön. Also das optimal. Aber im Ohr, das ist, ich will jetzt nicht sagen ein Vorspiel, aber das gehört dazu, das muss ich haben. Also das Optimale ist doch eigentlich, wenn ein Partner mit dir schläft, den klassischen Koitus vollzieht. Ja, erst im Ohr, ne? Nee, pass auf, wenn den klassischen Koitus vollzieht, du dann vielleicht durch den Koitus zum Orgasmus kommst und währenddessen brüllt er dir ins Ohr. Das ist doch dein Schönstes wahrscheinlich. Ja, das ist unheimlich schön, nur könnte er den, ich sag mal, ein paar Stunden machen, ne? Nur der hat keine Stimme mehr danach. Der sagt, ich hab keine Stimme, es kratzt, ne, im Hals. Ich sag noch einmal, bitte noch einmal. Aber es geht nicht, nur das juckt dann und dann kann ich weiß nicht, krabbelt alles im ganzen Hals und im Kopf sowieso, ne, aber es ist wirklich wahr. Also ich bin gespannt, gesagt, vielleicht kriegen wir heute noch andere Anrufe. Ich sagte schon, ja, Domian, weißt du, ich hatte, sind vielleicht viele Frauen, auch Männer, betroffen und trauen sich gar nicht mal in die Öffentlichkeit zu gehen. Siehst du, und du warst ja so mutig und hast es erzählt und hast dich zu deinem Urorgasmus bekannt. Ja, wirklich. Insofern bin ich sehr gespannt, was vielleicht noch eintrudelt, heute Morgen, übermorgen. Übrigens, morgen sind wir nicht im Fernsehen, nur im Radio, aber egal. Wenn ihr auch solche Empfindungen an ungewöhnlicheren Körperteilen habt, die orgasmusgleich sind, das muss ja nicht so genauso sein, aber wo ihr wirklich an die Decke geht, im positiven Sinne, ruft an. Ich danke für deinen Anruf, Conny, und wünsche viel Spaß weiterhin. Ja, Domian, bei dir auch. Dankeschön, nette Zuhören und an dein Team, ja, das war super. Ich richte es aus. Und, die haben auch gelacht. Und vor allen Dingen, komm gut in das neue Jahr rein, ne? Dankeschön. So weiter. Du auch. Alles Gute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke. Jo. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist die Telefonnummer. Für Themen aller Art. Simone, 23. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Simone. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's um meinen neuen Freund. Und zwar geht's darum, dass schon eine ziemlich problembelastete Beziehung ist. Und jetzt kommt noch dazu, dass sich der Gute sterilisieren lassen will. Und ich bin da vollkommen dagegen. Wie alt ist er? Er ist 39 und ich bin 25. Ich habe noch keine Kinder, er hat schon zwei. Ah ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? Ein Paar? Noch nicht sehr lange. Wir haben uns auch total blöd durch eine Beerdigung von einer Freundin kennengelernt. Und jetzt beantragt er das Sorgerecht für das kleine Mädchen. Das belastet die Beziehung auch noch zusätzlich. Ich habe auch schon versucht, mit ihm zu reden. Er lässt sich das auch nicht ausreden, blockt das Thema. Moment. Also er hat schon zwei Kinder. Ja. Und da gab es ein tragisches Unglück von einer Freundin. Und das Sorgerecht beantragt er jetzt noch von dem Kind der Verstorbenen. Ja, genau. Ja. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, ein Nebengleis der Thematik. Ah, das ist ein Nebengleis, ja. Wie lange seid ihr denn zusammen schon? Das ist erst ganz kurz, das ist noch ziemlich frisch. Also wir kennen sagt 8 Wochen oder Wochen. So und das hat sich dann so langsam jetzt zu einer Beziehung entwickelt, so ganz langsam. Ja, nun ist dein Freund im Alter von 39 Jahren. Ja. Wieso kommt denn nun gerade jetzt, wo er in die frische Beziehung gerade so reinwächst, die Entscheidung, sich sterilisieren zu lassen? Warum hat er das nicht schon vorher getan, wenn er
sich diesbezüglich entschieden hat. Ja, das genau ist ja auch mein Problem. So, ich verstehe es auch nicht ganz. Er meint, es wäre schon vorher für ihn klar gewesen. Nur ich verstehe nicht, warum man das in einer frischen Beziehung einer neuen Freundin erzählt. Also ich habe auch mehrfach versucht, mit ihm darüber zu reden. Habe ihm dann gesagt, ich kann auch die Pille nehmen und so. Also es wäre für mich kein Problem, die Verhütung zu übernehmen. Aber seine Entscheidung ist ja innerlich so insofern wahrscheinlich schon lange herangereift und ganz klar. Er sagt, ich möchte keine Kinder mehr haben. Ich möchte mich nicht mehr fortpflanzen. Ne, das ist ja der Hintergrund. Nee, er meinte, wenn dann vielleicht, dass er Samen einfrieren lässt. Ich weiß aber gar nicht, ob das möglich ist. Und B, soweit ich weiß, wird dann die Befruchtung außerhalb des Körpers der Frau stattfinden und die befruchtete Samenzelle wird dann wieder eingesetzt. Aber irgendwie... Komplizierte Geschichte. Ja, komplizierte Geschichte. Aber... ich meine, das finde ich auch immer so halbherzig. Entweder lässt man es machen oder man lässt es nicht machen, diese ganze Einfriererei. Hat er denn ganz klar gesagt zu dir und überhaupt sich geäußert, dass er keine Kinder mehr haben möchte? Er weiß es noch nicht genau und wenn, dann halt über die Methode. Und er hat mir also gestern am Telefon da mal eben so gesagt, dass er den Termin diese Woche machen wird, weil bei uns leider auch, ja, aber dann, Simone, gerissen ist und jetzt hat er unheimlich Angst, dass da was passiert, obwohl ich ihm versprochen habe, dass ich ab dieser Woche sofort zum Arzt und sofort. Gut, aber das heißt ja schon, das heißt ja wirklich, dass er nicht sehr scharf darauf ist, nochmal Vater zu werden. Ja, nicht im Moment. Nicht im Moment. Wahrscheinlich auch grundsätzlich nicht. Ich denke auch, dass er mich da irgendwie anlügt oder so, er meinte irgendwas nein. Will er vielleicht nochmal, aber ich finde ich es schon ganz okay, dass er so ehrlich ist, dass er das wirklich sogar am Anfang der Beziehung schon so klar sagt, hier, pass mal auf, ich habe schon zwei Kinder, das ist nicht mehr mein Lebensweg, ich möchte eigentlich keine Kinder mehr haben. Ich fände es schlimmer, wenn er das verschweigen würde. Und dir vielleicht nach einem Jahr das auftischt, wenn du vielleicht schon in eine ganz andere Richtung dich entwickelt hast. Eigentlich muss ich sagen, finde ich es gut, dass er so offen darüber spricht. Und das auch so dann wiederum für sich auch so entschieden hat, wenn er es für sich auch klar entschieden hat. Das mit dem Einfrieren ist vielleicht so ein kleines Hintertürchen. Problematisch finde ich nur, dass da zwei Menschen jetzt aufeinander gestoßen sind, die völlig konträre Interessen offensichtlich haben. Du möchtest irgendwann schwanger werden. Ja, irgendwann, wenn ich meine Ausbildung und so weiter irgendwann, beendet habe, dann schon. Irgendwann. Eine Zukunft, wo du ganz klar wüsstest, das wird nie was, erschreckt dich eher. Ja, zumal die ganze andere Problematik da auch noch beikommt mit dem anderen Kleinkind, falls er das wirklich zugesprochen kriegt, das ist ja schon alles problematisch jetzt. Also willst du das nicht, dass er das macht? Nee, das schon, da bin ich schon dafür, nur... Mhm. Warum dann nicht noch irgendwann ein Geschwisterchen dabei, wenn ich da dann mehr oder weniger, ich weiß auch überhaupt nicht, wie ernst ihm das alles ist. Ich habe keine Ahnung, er vertröstet mich dann immer, also ja, lass uns einen anderen Tag drüber reden. Und ja gut, aber es gibt ja nichts mehr zu reden, wenn er jetzt schon den Termin gemacht hat. Er meinte, er wollte diese Woche zum Arzt. Also ich weiß jetzt nicht, ob er schon war, aber heute hat er sich gar nicht bei mir gemeldet. Also ideal wäre ja natürlich schon, dass ihr beiden, da ja so frisch miteinander umgeht, das kommt ja jetzt auf einen Monat oder auf ein halbes Jahr auch nicht an, dass da nochmal richtig geredet wird, dass er nochmal seine Position ganz klar macht, dass du deine klar machst, dass einfach alles auf den Tisch gelegt wird, auch an Gefühlen. Das ist ja ein hochemotionales Thema, die Sterilisation. Also ich muss sagen, dass ich gut finde, wenn er damit jetzt an die Tagesordnung kommt mit der Thematik, aber ich finde nicht gut, dass er das jetzt so schnell durchzieht und sich völlig dir entzieht, ne, im Moment. Der Grund ist im Moment, dass bei uns halt im Moment, da ich im Moment die Pille nicht nehme, ein Präservativ geplatzt ist und er vorher hatte er das zwar mal angedeutet, dass er das machen lassen will, nur es war für mich nicht so akut, weil er gesagt hat, nicht wann und jetzt durch diese Sache, du könntest ja schwanger werden und ja, jetzt muss ich das sofort machen. Ah ja, jetzt ist er in Panik geraten. Und das hat irgendwie absolut nicht verstanden, zumal ich ihm auch gesagt habe, wenn du mir nicht vertraust oder so, ich sag so, wir können zusammen zum Frauenarzt gehen, ich lasse mir die Pille verschreiben, du kannst sogar dabei sein. Und also Simon, ich würde an deiner Stelle jetzt wirklich in den nächsten Tagen oder so schnell wie möglich nochmal ein wirklich klares Gespräch einfordern zwischen euch beiden, dass er wirklich sagt, was er will, welche Lebensperspektiven er für sich sieht und dass du das auch klar sagst, dass du dann auch klar sagst, ja, pass mal auf, ich möchte schon irgendwann mal schwanger werden.
So, und dann müsst ihr beiden sehen, wie ihr mit diesen gegensätzlichen Positionen zurande kommt, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt. In der Regel ist es sehr schwierig. Wenn er sehr entschieden ist, ist es sehr schwierig, sich da zu finden in irgendeiner Weise. Aber der nächste Schritt ist, dass du darauf bestehen musst. Du hast auch ein Recht darauf, dass richtig gesprochen wird, richtig geredet wird und er dich dann wirklich nicht vor veränderte Tatsachen stellt. Das finde ich, das ist keine Beziehung. Das ist für dich nicht. Er meint halt, weil wir so kurz zusammen sind, erst, dass ich mir über solche Entschlüsse irgendwie, da darf ich mich gar nicht einmischen, so nach dem Motto, weil. Gut, dann setzt er aber Positionen schon in der Beziehung nach dem Motto, schluck das jetzt, nimm es hin und kümmere dich, du hast dich da gar nicht drum zu kümmern. Sollte sich da aber wirklich eine Beziehung anbahnen, eine ordentliche Beziehung, dann redet man darüber und thematisiert das auch. Also ich würde an deiner Stelle so schnell wie möglich forcieren, fordern, verlangen, dass ihr richtig ausführlich miteinander redet. Das ist der erste wichtige Schritt. Und da muss man gucken, was daraus wird. Wenn die Positionen ganz, ganz verhärtet sind, gibt es da keinen Kompromiss. Man kann ja nicht ein bisschen schwanger werden. Na ja, klar. Also fordere das ein, das ist dein Recht, dass er redet und dass ihr redet miteinander. Okay. Alles Liebe und alles Gute. Danke. Tschüss. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Bianca, 54 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi, grüß dich da, Jürgen. Lach mich ja nicht aus jetzt. Nein. Jürgen, Thema Orgasmusstelle? Nein. Pass auf, ich habe davor, ja, seit vor 6 Wochen habe ich einen Mann per Telefon kennengelernt, von der Flirtline. Und seit 4 Wochen, also er ist hier im Ruhrgebiet auf Montage, der kommt aus den neuen Bundesländern. Und seit 4 Wochen besucht er mich, von Freitags bis Montags früh. Aber der Haken ist, der ist verheiratet und redet immer von seiner Noch-Ehefrau. Ja. Ne? Ja. So, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir noch nie passiert. Ich bin 54 geworden, ich habe mich also wirklich über beide Ohren verliebt. Mhm. Er genauso. Aber du bist solo. Ich bin geschieden. Du bist geschieden, ja. Ja, seit 20 Jahren. Ja. Und und beide sind so am Wein, wenn er so unter Nachmittag da ist, Händchen halten, sind am Wein, montags früh, wenn er zur Arbeit fährt, der Abschied, der fällt uns sehr schwer. Dann die Anrufereien, wenn er mal später anruft, werde ich hier halb verrückt. Ja. Ne? Wie alt ist er denn? Er ist 56. Ja. Ne? Und also zwei richtige Turteltauben. Ja. Ne? Und ich weiß nicht, ein und aus noch. Und er sagt immer nur meine Nochfrau. Und ich weiß nicht, ob ich mich darauf verlassen kann. Nun ist die ganze Sache ja sehr frisch. Ja. Ne, die ist ja Gott sei Dank noch sehr frisch. Wir telefonieren seit 6 Wochen. Ne? Ja, also, hast du gesagt. Ne? Wie redet er denn über seine Noch-Ehefrau? Wie redet er über, ja, über die Beziehung? Ja. Also über die Beziehung, er macht seine Frau nicht schlecht, muss ich sagen, das möchte ich auch gar nicht. Nur ist er eben, es wird sich der Tod geschwiegen, nicht? Er hätte mit seiner Frau schon monatelang nichts mehr zu tun, sexuell auch nicht mehr. Und wenn liebt er mich sie denn? Also, liebt er sie denn noch? Er sagt nein. Er sagt nein? Er sagt definitiv nein. Halt, das ist wichtig, deswegen, das muss ich klar wissen. Er sagt definitiv, er liebt seine Frau nicht mehr. Nein. Hast du natürlich gute Karten. Und er möchte gerne von ihr weg, er weiß so nicht, wer das anstellt. Kinder? Sind Kinder da? Erwachsenensohn. Also kein Problem. Ja, Jürgen. Und jetzt habe ich auch zweimal eine Kartenlegerin angerufen. Zweimal. Und die haben mir wirklich beide fast das Gleiche gesagt. Sag bloß. Ja, dass eine dritte Person eben da liegt. Ja, du lachst. Ich lache jetzt über die Kartenlegerin. Ja, aber nichts gegen nichts gegen die Kartenlegerin. Aber... erzähl erstmal weiter. Ja, und beide haben sie fast das Gleiche gesagt, als dass die dritte Person da ist, dass sie uns Schwierigkeiten machen wird. Gut, das wusstest du vorher auch schon. Ja, das kann man sich vorstellen, ne? Jetzt? Und dass wir beide wirklich füreinander geschaffen sind, wir hegen so tiefe Gefühle füreinander und dass wir wirklich, also wir würden wirklich bis in den Tod zusammenbleiben. Oh, so, was soll ich davon halten? Also, ich bin ja mal skeptisch. Ich würde ja nicht mehr. Ich bin einmal in meinem Leben zu einer Kartenlegerin gegangen. Das hat mir gereicht. Das mache ich nicht mehr. Da bespreche ich mich lieber mit meinen Freunden oder Bekannten oder mit jemandem, dem ich vertraue. Es geht ja jetzt darum, wie du dich verhalten sollst. Wie ich mich verhalten soll. Ne? Darum geht's doch. Jürgen, weißt du was? Wenn der nicht anruft, sage ich ganz ehrlich. Ja? Ich bin sowas von fertig. Ja. Der hat heute um 412 angerufen, 0.15 Uhr. Ja. Ich brauche eine Beruhigungszeit. Ja. Wie ein junges Ding. Ja.
Ja, man ist alt geworden und ich sag ganz ehrlich, sowas ist mir in meinem ganzen Leben ist mir das noch nicht passiert. Ehrlich, warst du auch, weiß ich, also als du so Jugendliche warst, nicht so, mal so verknallt wie Nein. jetzt? Das ist ja toll. Nein, das finde ich toll. Ich sag's in meinem Mann, also wir haben 4 Kinder miteinander. Ja. Und ich sag, die Kinder sind einfach so gekommen. Also ich kann nicht sagen, dass ich mal, ich weiß es nicht, in meinem Mann jemals richtig verliebt war. Das kann ich nicht sagen. Also und jetzt hast du jemanden gefunden, ja. wo wirklich alles aus den Fugen geraten ist in ja, deinem aber Leben. Alles, kreuz und quer, alles. Und ich wollte auch nicht, dass er meine Kinder kennenlernt. Ja. Und am Samstag hat sich das ergeben. Da hat die Tochter angerufen, ist 27, ja. sind wir zum Weihnachtsmarkt gefahren. Ja, Sonntagabend hat sie uns zum Abendessen eingeladen. Wir sind ja ganz skeptisch immer, ne? Und wie fand sie ihn? Ja, sehr nett, sehr sympathisch. Ist natürlich auch wieder schön für dich, ne? Ja, aber das tut mir jetzt weh. Jetzt fährt er, also Donnerstag kommt er hierher, kann er Feierabend machen und dann bleibt er die Nacht hier. Ja, und Freitag muss er nach in den und alten dann Bundesländern. Und dann sitzt ihr beiden wieder weinend auf dem Sofa. Händchen halten. Ja, und er fährt zu seiner Frau hin. Ja. So, Bianca, jetzt habe ich richtig kapiert, was mit dir los ist. Nämlich, dass du völlig durch den Wind bist. Jetzt geht das. Schade. Ach, Mann. Schnell. Ich weiß, dass du sehr verliebt bist. Ja, das ich drehe durch. Du drehst durch, ja. Ist er wirklich auch so verknallt in dich? Genauso. Genauso. So, und halt, lass mich sagen. Und er hat gesagt, dass er nicht mehr, dass er seine Ehefrau nicht mehr liebt. Genau. Ich finde, dass das gute Voraussetzungen für eine neue Liebe sind, nämlich gute Voraussetzungen für euch sind. Es ist alles noch sehr frisch. Ja. Sei jetzt mal ein bisschen tapfer und lass es sich mal entwickeln. Es ist ja mal gerade erst 6 Wochen alt. Ihr besucht euch mal gerade erst 4 Wochen. Genau. So, lass es sich mal jetzt noch ein paar Monate bis ins Frühjahr hinein entwickeln. Und dann hoffen wir einfach, dass sich das Ganze so auflöst, dass ihr beiden zusammenkommt. Jürgen, das wünsche ich mir. Ja, ich wünsche es auch sehr für dich. Weil ich habe wirklich in meinem Leben wirklich Elend gehabt, bin geschlagen worden von meinem Mann. Mhm. Ne? Und wirklich, also, ich weiß gar nicht. Nein, weißt du, Bianca, worauf ich hinaus will, ist, dass du jetzt vielleicht nicht zu wibbelig wirst und zu nervös, sondern dass du freu dich einfach, dass du einen tollen Typ gefunden hast und dass du so schöne Gefühle empfindest wie noch nie in deinem Leben. Und lass es einfach jetzt mal auf dich zukommen und versuche auch die Eifersucht ein bisschen runterzuschrauben, dass ja, er nun das jetzt, bin ich. Ja, bisschen runter. Er, du hast ja schon so viel. Und wenn er zu dir sagt, dass er dich auch so liebt, ist das ja schon wunderbar, das Ganze. Ein bisschen beruhigen. Jürgen, ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich wünsche euch beiden wirklich alles Liebe und dass es klappt, dass es gut geht. Danke, Jürgen. Ehe jetzt die Leitung gekappt wird, machen wir Schluss. Dein Team, ich möchte mich noch recht herzlich bedanken. Das ist lieb von dir. Ich gebe es weiter. Tschüss. Und liebe Grüße, ne? Mach ich. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live zu hören. Übermorgen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag natürlich wieder in beiden Medien, im Radio und im Fernsehen. Kathi. Halt, wo ist sie? Hier. Oder Casey? Ja, hallo. Wie spricht man es denn aus? Kathi. 19 Jahre alt. Ja. Und? Du hast mich angerufen. Ja. Warum? Ich habe per E-Mail geschrieben. Ja, oder ein E-Mail geschrieben, genau. Und was geht's denn? Ja, also, ich bin Fotomodell von Beruf. Wow. Ja. Hey. Hört sich schade. Besser an, als es eigentlich ist, muss ich sagen. Warum? Ja, ich habe so einen Manager, also mein Fotograf. Ja. Siehst doch wahrscheinlich top aus, oder? Ja. Beschreib dich mal schnell, so die Maße, grob, mit allem drum und dran. Ja, ich bin ein kleines Model, bin blond. Wie groß bist du denn? 1,60. Oh ja, das ist ein kleines Model. Ja. Da kann man auch Model mit der, ich dachte, die müssen immer so rank und schlank und groß sein, die Mädchen. Ja, Fotomodell halt, nicht Laufsteg. Ach, Fotomodell. Mhm. Ja, Foto. Also 1,60 Meter groß? Mhm. Wie schwer? Ja, so 45, 46 Kilo. Ja. Die anderen Maße, das ist, frage ich jetzt mal nicht so. Also auch gute Proportionen. Ja, ja. Kann man schon sagen. Haarfarbe? Blond. Blond. Hm. Welche Haarlänge? Lang? Ja, so schulterlang, ein wenig länger. Ich lasse zurzeit wachsen. Schön. Und die Augenfarbe? Grünblau. Grünblau. Gut, jetzt haben wir so eine grobe Vorstellung. Ja. Jetzt zur Sache. Ja, also ich habe so einen Fotografen. Was hast du? Einen Fotografen. Mhm. Ja, und das ist halt so wie mein Manager, er macht alle meine Aufträge und
macht meine Fotos, die wir dann später auf Foto-CD verkaufen. Ja, was sind das für Fotos? Sind das so für Verkaufhäuser oder? Ja, erotische. Halt. Ach, erotische. Ja, Dessous und auch ein wenig nackt. Ach so, ich dachte jetzt, du wärst so ein Model für Quelle, Neckermann oder sowas. Nee. Karstadt oder was also gibt. Nee, nicht so für Mode. Also dazu bin ich doch zu klein. Aha, also Nacktmodel. Ja, erotische sozusagen. Fotos. Und die können wir dann irgendwie, wo können wir die sehen? Im Internet oder in so in Sexmagazinen? Ja, im Internet auf der Homepage. Ja, sind das erotische Fotos oder kann man schon sagen, dass es Pornofotos sind? Na, erotische. Erotische Fotos. Ja, also auch manchmal so sportliche Fotos schon mit Kleidung. Ja? Und so, ja. Ach doch, auch dann angezogen schon mal. Ja, na klar. Ja, gut. Ein Fotografen, der macht alles für dich, da waren wir stehen geblieben. Ja, und den habe ich halt kennengelernt, da war er halt ein ganz normaler Typ. Mhm. Und ich habe auch einen Freund, der passt da immer auf, wenn ich Shootings habe, ne? Mhm. Muss man auch dazu sagen. Damit der dich nicht angrabbelt. Zum Beispiel. Zum Beispiel, mhm. Aber wir haben uns halt gut mit dem auch privat angefreundet und da ist das auch mit dem Manager gekommen. Ja. Weil wir gesagt haben, wir vertrauen dem und er macht das Ganze. Aber jetzt gibt's ein Problem. Ja. Nämlich? Das hat er schon beim zweiten Mal angefangen oder beim dritten Mal. Er war halt bei mir und dann waren wir alleine im Schlafzimmer, da ist mein Studioraum. Mhm. Hat halt eine Flasche Sekt dabei gehabt, hat mich auch ziemlich angetrunken gemacht beim Fotografieren. Mhm. Ja, und? Und? Ist er halt öfter hergekommen und am Anfang hat er sich halt unten rumgespielt. Dann habe ich immer gefragt, ja, was machst du? Hat er gesagt, er tut halt zwei Teil zurechtdrücken. Er hat bei sich unten rumgespielt. Ja. Und hat gesagt, er würde sein Teil zurechtrücken. Ja. Während er dich fotografiert. Ja. Da war mit dann, einer Hand halt. Na, das ist ein schöner Fotograf. Ja. Und da war dein Freund, da halt, dein Freund war da aber nicht dabei. Nee, er war halt außen im Wohnzimmer. Ach, der Freund. Ich war halt in dem Schlafzimmer drinnen und ich habe mir halt dann auch nicht getraut, das zu sagen, weil ich bin halt ein ziemlich ruhiger Mensch, ne? Ist denn dann irgendwas passiert? Ist er zudringlich geworden? Ja, er ist halt dann vorher gekommen, hat gesagt, oh, du hast so schöne Brüste und die sind so fest und lass mich mal anfassen. Und durfte er anfassen? Ja. Warum? Ich weiß auch nicht. Na, hör mal. Ich habe halt mir vielleicht nichts dabei gedacht, oder? Sollte Frau aber. Ja. Wie weit ging's denn? Naja. Sex? Nee, auf keinen Fall. Also ich sag's mal so, er ist 38, wohnt immer noch bei den Eltern, ist ziemlich unselbstständig und so, ist auch überhaupt nicht schön. Und von dem lässt du dir an die Busen packen. Naja, nun ist es passiert. Kann ja mal passieren, im Eifer des Gefechts oder in der Situation, die für dich auch ungewöhnlich war. Ja, und es ist halt schon öfter passiert, muss ich sagen. Ja. Das ist halt dann immer mit, wenn ich geduscht habe und er war mal am Wochenende da, ist er immer mit reingegangen. Ja. Hat zwar gesagt, er macht Fotos, aber dann hat er halt wieder an sich rumgespielt. Pass auf, Kathi. Jetzt möchte ich noch wissen, wie lange du dieses schon machst, dieses Modeln? Seit Juli dieses Jahres. Ach so, das ist eine recht frische Angelegenheit. Wie alt ist dein Freund? 27. Und diese Belästigung, ich nenne es mal Belästigung, von Seiten deines Fotografen an dir, die ist schon mehrmals jetzt vorgekommen. Hm. Ja. Hast du das deinem Freund erzählt? Ja, am Anfang überhaupt nicht. Irgendwann haben es dann meine Brüder mitgekriegt, weil die sind am Wochenende da. Ja. Und die haben es ihm dann halt gesagt. Ja. Also ich habe mich irgendwie geschämt, das zu sagen. Die haben es deinem Freund gesagt? Ja, die haben das dann durchs Schlüsselloch irgendwie beobachtet, dass er da an sich rumspielt und mich dabei fotografiert. Ich habe mir auch immer gedacht, ja, was bin ich denn? Aber wie hat denn der Freund reagiert? Ja, war total sauer und... Wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu diesem Job? Ja, halt so als Hobby. Wie kam der Kontakt zustande? Ja, durch einen Freund, der hat halt immer gesagt, also ich habe da überhaupt keinen Glauben dran gehabt und der hat halt Fotos von mir gemacht. Ach so. Und die haben halt echt super ausgeschaut und der hat dann gesagt, ich habe das Talent, ne? Ah ja. Hast du denn, das ist ein Nebenjob quasi, den du da machst? Mhm. Kriegst du auch Kohle für, hoffe ich? Ja. Hm. Was machst du hauptberuflich? Verkäuferin. Mhm. Im Modemarkt. Im Modemarkt. Mhm. So, Kathi, ich finde, das klingt nicht gut. Wenn jemand solche Fotos von sich machen lässt, ist ja in Ordnung, wenn er daran Spaß hat und wenn alles abgeklärt ist. Aber offensichtlich ist das nicht sehr professionell, was da abgeht.
Ja, das Schlimme ist ja, dass er bringt immer wieder Geschenke mit und die sind nicht gerade billig und sowas. Ja, aber da und er schenkt mal an Computer und, so. Und schenkt lauter ja, Zeug und ja, ich ja. weiß auch nicht. Nee. Da darfst du dich aber noch nicht beeindrucken lassen von. Weißt du, das ist der Anfang. Er fasst dir an die Brüste und du möchtest es nicht. Es ist dir eigentlich unangenehm. Mhm. Ist dir, ne? Ja, total. So. Er spielt an sich rum, ist dir auch unangenehm. Ja. So. Und der nächste Schritt wird irgendwann sein, dass er noch näher an dich rangeht. Und der dann folgende Schritt ist, dass er dich vielleicht zum Sex nötigt oder gar zwingt. Und so weit darf es nicht kommen. Das heißt, im Prinzip musst du dich von diesem Fotografen trennen. Du musst die ganze Sache fallen lassen. Weil du in eine Situation geraten bist, die du gar nicht mehr im Griff hast, die dir unangenehm ist. Die Brüder reden schon darüber, dein Freund ist nicht erfreut darüber. Ja. Ne? Das könnte Spannungen auch zwischen dir und deinem Freund geben. Dass dein Freund dich überhaupt noch mit ihm dann alleine in ein Zimmer lässt, dass er nicht darauf besteht, dann immer dabei zu sein, wundert mich. Ja, das war ja die letzten 3-4 Male hat er uns alleine gelassen und da war echt, ist er immer mitgegangen, meine ich. Hm? Und da war immer alles in Ordnung und er hat sich ganz normal verhalten. Aber jetzt dieses Wochenende hat er halt wieder damit angefangen. Ich verstehe letztendlich auch deinen Freund nicht, dass der nicht schon gesagt hat, hier komm, das ist aber Schluss jetzt, das machen wir nicht mehr. Punkt aus. Ja, der versucht sich halt immer wieder so geschickt in unser kleine Familie, sag ich ja mal, mit einzublinken, mit Ausreden. Mhm. Der sagt dann, heute zum Beispiel hat er mich angerufen und Entschuldigung mit Sonntag und der Paul, so heißt mein Freund, der hat mich ja total zusammengeschissen. Kathi, Kathi, wirklich, ganz lange Rede, ganz kurzer Sinn. Mhm. Schluss damit. Die paar Mark, und wenn es auch ein bisschen mehr ist, die du da verdienst, das ist es nicht wert, dass du dich da in so eine Bredouille bringst. Ja. Du fühlst dich dabei ja nicht wohl. Ist so, ne? Ja, so. Also ist mir echt unangenehm. So, dann Schluss damit. Kannst irgendwann vielleicht nochmal Fotos machen, in einem anderen, mit ordentlichen Leuten zusammen. Aber nicht sowas, das ist schäbig, das ist schmierig, was der Typ da macht. Und du hast ein besseres Verhältnis und du stehst gut da in deiner Familie, wenn du sagst, du hast es abgebrochen. Du stehst gut da bei deinem Freund, wenn du sagst, du hast es abgebrochen. Und du siehst diesen Typ nicht mehr wieder. Okay? Ja. Du musst es machen. Weil es wird eine üble weitere Entwicklung nehmen, wenn du nicht Nein sagst. Ja, das stimmt. Ne, du warst bisher auch zu gutmütig vielleicht. Ne? Ich habe halt auch da Angst, weil er immer wieder irgendwie ausreden und da hat er scheiß Heulen angefangen, ne? Ja, der soll er heulen, ist doch egal. Du sagst Nein, gib keine Fotos mehr, Schluss, aus, basta. Okay. Alles Liebe. Okay, tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Katrin, 26 hallo? Jahre alt. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Jürgen. Hallo, Katrin. Na? Du, ich hab ganz lange überlegt, ob ich jetzt bei dir anrufe oder nicht. Ich brauche einfach deinen Rat. Mhm. Und zwar, es geht darum, ich hole mal so ein bisschen aus, aber ich fasse es trotzdem kurz. Das wäre nett. Und zwar, ich lebe in Trennung. Mhm. Ich habe ein Kind. Ja. Du bist 26, habe ich glaube ich gerade nicht gesagt. Ja, richtig, genau. Ich bin 26 und ich habe jetzt im Frühjahr eigentlich den Mann meines Lebens kennengelernt. Das war Liebe auf den ersten Blick und ja, es passte einfach alles. Ne? Also er ist eigentlich ja der Mann, mit dem ich mir meine Zukunft vorstellen kann und auch gerade wegen meinem Kind habe ich gedacht, wenn ich eine Beziehung habe, dann auch richtig und für immer. Und und von ihm war es eigentlich auch genauso, Liebe auf den ersten Blick. Ist er auch ungefähr in deinem Alter? Er ist etwas älter als ich. Nämlich? 7 Jahre älter. Naja. Und er wohnt 50 Fahrminuten von hier von mir entfernt und ich habe kein Auto. Und ja, das ist die eine Sache. Und das ist ja kein Problem. Nee, 50, das ist bis jetzt noch kein Problem. Auf jeden Fall, er hat auch eine schreckliche Beziehung hinter sich. Ja. Und so, jetzt könnte man erstmal denken, toll. Ja, ne? Genau. Katrin hat ihren Superlover gefunden. Genau, ja. Bist du denn auch so ein toller Fang für ihn, wie umgekehrt? Findet er es auch so toll, dass er dich kennengelernt hat? Ja, es war bis vor kurzem war es noch so. Ah, da ist da sind Wolken aufgezogen. Richtig, genau. Erzähl also von den Wolken. Nicht, er ist krank geworden. Was ist passiert? Er hat Nervenleiden. Ja. Das ist der Trigeminus. Ich weiß nicht, ob du schon mal vom Trigeminus gehört hast. Ja, habe ich, aber ich habe jetzt keine ganz konkreten Vorstellungen, was ja, es ist. Ja, also der Trigeminusnerv, der geht praktisch durch das Gesicht. Ach, das ist diese Geschichte, ja. Ja. Das ist sehr übel. Richtig, genau. Mhm. Also er hat Schmerzen ohne Ende gehabt, wie es anfing. Und das war natürlich gerade in unserem Urlaub. Und
ich habe dann immer das Gefühl gehabt, er arbeitet ziemlich viel und macht hier noch nebenbei und hilft anderen Leuten noch nebenbei und hier und da noch eine Geschichte. Also nach dem Motto, er ist selber schuld, dass er jetzt krank geworden ist. Vielleicht. Also ich denke mal, es lag einfach daran, er sagte schon 4 bis 6 Wochen vorm Urlaub, ich kann nicht mehr, ich bin fertig und es wird Zeit, dass wir Urlaub haben. Ist denn jetzt die also er ist im Moment auch noch akut erkrankt? Ja. 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 Es hat sich verschlimmert, die Erkrankung? Ja, und zwar, es geht da insoweit hinein, die Beziehung von damals, da ist ein, er hat ein Kind verloren damals. Also seine ehemalige Beziehung. Richtig, genau. Ja. Und er hat eigentlich, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, er hat diese ganze Geschichte nicht verarbeitet, sondern weggesträngt. Hat es denn zur Folge, dass diese Erkrankung, und wahrscheinlich ist viel bei ihm aufgebrochen, wenn du es jetzt gerade so andeutest, hat es zur Folge, dass eure Beziehung jetzt leidet darunter? Ja. Es ist auf jeden Fall so, er hat meiner Meinung nach Depression gekriegt und kommt mit der ganzen Geschichte nicht klar, mit dem ganzen, also ja, mit seinem Kind. Und er sagt, du sagst deiner Meinung nach. Ja. Das ist natürlich immer so eine Außendiagnose. Richtig, genau. Und das ist jetzt mein Rat oder beziehungsweise oder meine Frage. Plötzlich ist er in sich selbst reingekehrt, also war plötzlich irgendwie, hat total abgeblockt, hat sich weniger gemeldet und ich habe ihn öfters mal angerufen, gefragt, wie es ihm geht und weil ich auch kein Auto habe und zu ihm hinfahren kann, ist das plötzlich, bin ich... Kann das sein? Ja. Kann das sein, dass du ihn auch ziemlich unter Druck setzt und er deshalb so ein bisschen erstmal sich zurückzieht und vielleicht auch nicht so zugeballert werden will, vielleicht mit Fragen und Vorwürfen und Forderungen und so weiter? Das habe ich mir auch gedacht. Deswegen habe ich das auch also ja so wenig wie möglich angerufen. Wie ist denn der Kontakt so im Moment? Wie oft? Ja, gar nicht. Gar nicht? Darauf wollte ich gerade zurückkommen. Es ist so gewesen, dass ich ihn gefragt hatte, das ist jetzt auch, glaube ich, schon 4 Wochen her. Ja, und wie ist am Wochenende, weil ich ja dann auch planen muss wegen meinem Kind und ja, mit dem Hin- und Herkommen und ja und also wie viele Wochen habt ihr euch nicht gesehen? Ja, 4 Wochen bestimmt. 4 Wochen nicht gesehen. Und wie lange habt ihr nicht telefoniert? 3 Wochen. 3 Wochen nicht. Das klingt nicht gut. Nee. Und eben. Er ist aber akut im Moment noch erkrankt, ist zu Hause, ist in ärztlicher Behandlung. Das weiß ich eben nicht. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, also wir waren ja bei sämtlichen Neurologen und die haben eigentlich alle das Gleiche gesagt. Es ist der Trigeminus, das ist Trigeminusneuralgie, nennt sich das. Und er meinte dann, nee, das ist es nicht, das ist was anderes. Und er hatte sich dann im Internet schlau gemacht und plötzlich war es für ihn Multiple Sklerose, dann war es wieder was anderes. Und ich so, ja, dann lass dich doch mal im Krankenhaus durchchecken, dann wissen wir, was es ist. Hat er nicht gemacht? Nee, hat er nicht gemacht. Er hat Angst, seine Arbeit zu verlieren, denke ich mal. Also so, wie sich das raushört. Weil er muss dann ja ins Krankenhaus. Was möchtest du von ihm? Ich weiß nicht, ob er wirklich will. Er sagte, er braucht Zeit. Er muss erstmal mit sich selbst klarkommen. Hat er so zu dir gesagt? Ja. Mhm. Und was möchtest du? Ich weiß nicht, ob er es wirklich will. Und Moment, stopp. Was wirklich will? Dass ich mich nicht melde bei ihm. Das klingt aber so, dass er das wirklich wollte. Wenn er sagt, ich brauche Zeit und er sich jetzt auch nicht mehr meldet bei dir, dann will er das. Ich glaube wirklich, Katrin. Okay. Ich weiß nicht, was mit dem Mann los ist. Du kannst es mir nur so ein bisschen erzählen. Ja. Also aber ich höre irgendwie, krieg das so mit, dass der erstmal so ein bisschen auf Distanz gehen möchte, ohne vielleicht das als Distanz so zu meinen, aber er will einfach ein bisschen Ruhe haben. Aus welchen Gründen auch immer. Respektiere es doch einfach erstmal. Ja, okay. Weil man kann auch sehr viel durch ein so flammiges Interesse, was du ja an den Tag legst, was ja auch verständlich ist, wenn man jemanden sehr gerne hat. Aber da kann man auch viel kaputt machen. Da kann man auch jemanden verschrecken mit, vor allen Dingen, wenn er erkrankt ist. Lass ihn doch einfach eine Weile noch in Ruhe. Und dann würde ich, weil das immer so der sanftere Weg ist, an jemanden heranzugehen, dann würde ich immer schreiben. Nicht gleich anrufen, nicht gleich hinfahren. Und den Brief mir sehr genau überlegen. Den auch mal über Nacht liegen lassen. Keine Forderung stellen. Keine Vorwürfe machen. Nee. Ganz freundlich sein einfach. Also es ist total schwer, weil wir hatten, also bevor die Krankheit ausbricht, noch Tage davor haben wir davon gesprochen, zusammenzuziehen. Und wir haben eigentlich von einer gemeinsamen Zukunft gesprochen. Es ist noch nicht vorbei. Es ist nicht gänzlich kaputt, Katrin.
Aber manchmal ist ein wenig Stille in eine Beziehung zu bringen, glaube ich, sehr klug. Mhm. Okay. Ich würde gerne auch noch, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte redest. Ja. Ja? Ja. Dann haben wir noch eine ganz andere Meinung dazu. Ja. Okay, dann legst du auf und die Heide, so heißt meine Psychologin, heute Nacht ruft dich an. Ja. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Der Sebastian ist hier, 22. Ja. Hallo Sebastian. Hallo, Domian. Warum hast du angerufen? Ja, ich habe ein Problem mit meinem Vater. Du musst erstmal den Fernseher oder das Radio ganz leise schalten. Ja. Ja, sonst hören wir uns immer ein paar Sekunden zeitverzögert nochmal. Und da lässt sich nicht gut sprechen. Mhm. So. Um was geht's denn? Ja, ich werde von meinem Vater missbraucht. Du bist 22 Jahre alt. Ja, ich weiß. Du wirst sexuell von deinem Vater missbraucht? Ja. Seit wann? Seit 5 Jahren. Da warst du auch schon 17. Ja. Was macht er mit dir? Mehrere Sachen. Sag mir mal ein paar Sachen, wenn du magst. Ja, es fängt an, erst muss ich ihn anfassen. Und dann hinterher kommt er halt auch zum Geschlechtsakt. Das heißt, dein Vater schläft mit dir? Ja. Oder er fordert, dass du mit ihm schläfst? Beides. Und es kommt zum Analverkehr? Ja. Wie oft passiert das? Also im Monat einmal, sag ich mal. Hm. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Bei meiner Mutter. Ach, die Eltern leben nicht zusammen? Ja. Das heißt, du besuchst dann deinen Vater? Ja, mein Vater kommt zu uns zu Besuch. Aber wenn das dann passiert, ist deine Mutter nicht im Haus, in der Wohnung? Nee, die ist ja nicht da. Als das damals zum ersten Mal passierte, als du 17 warst, wie kam das? Wie war die Situation? Ich weiß nicht. Auf einmal hat er damit angefangen. Erst hat er angefangen, mich anzufassen, so Sachen. Aber erst habe ich mir gar nichts dabei gedacht, so richtig. Aber dann wollte er halt immer mehr haben. Du hattest früher auch schon immer Kontakt mit deinem Vater? Ja. Mhm. Und erst als du 17 warst, hat das angefangen? Oder gab es früher auch schon mal so kleine, wenn du im Nachhinein darüber nachdenkst, so kleinere Annäherungsversuche, Berührungen, die vielleicht doch eher ungewöhnlich waren? Nee, an für sich nicht. Mhm. Sebastian, du bist 22 Jahre. Da fragt man sich natürlich sofort, warum machst du das mit? Ja, ich habe auch Angst vor meinem Vater. Vor was hast du Angst? Ja, wenn ich nicht mitmache, kriege ich Schläge. Ist er dir so überlegen körperlich? Ja. Verstehe ich nicht wirklich, muss ich dir sagen. Also wenn man als Kind so etwas ertragen muss, das ist ja nachvollziehbar, dass man eine Angst hat vor dem Erwachsenen, vor dem großen, starken Erwachsenen. Du bist ein junger Mann von 22. Bedroht er dein Leben auch? Ja, auch, klar. Wie klar? Was heißt das? Ja, er sagt, er macht mich fertig, wenn ich irgendjemandem was erzähle. Was würde er denn tun? Was würdest du ihm zutrauen? Zutrauen würde ich ihm alles. Es passiert immer nur in eurer Wohnung? Ja. Weißt du das vorher schon und ahnst, das kommt jetzt wieder auf mich zu? Ja, ich ahne das schon vorher. Hm. Hast du darüber nachgedacht, irgendetwas zu unternehmen? Ich meine, du rufst dir heute an, das ist ja wahrscheinlich jetzt für dich schon ein gewaltiger Schritt. Ich habe zwei Selbstmordversuche hinter mir. Mhm. Ahnt deine Mutter irgendetwas? Ich weiß es nicht. Erpresst er dich mit irgendetwas anderem noch? Gibt es noch irgendetwas, durch das er auf dich Druck ausüben kann? Nee, eigentlich so
Wenn es passiert ist, danach, redet ihr miteinander? Wie ist die Stimmung? Was passiert zwischen euch beiden? Danach haut er meistens schnell ab. Hm. Hast du eine Freundin? Nee. Hat er eine neue Beziehung? Er hatte bis vor kurzem noch, aber jetzt auch nicht mehr. Bist du schwul? Nee. Und dennoch gelingt dir das, dass du mit deinem Vater schlafen kannst? Ja, ich werde gezwungen. Ich will ja nicht. Ja gut, aber bei uns Männern funktioniert das ja ein bisschen anders. Da muss man ja zumindest eine Erektion haben. Das funktioniert? Ja, in einer Zeit muss irgendwie, ja. Mhm. Also ich bin so ganz stutzig und ganz nachdenklich. Weil ich nochmal sagen muss, du bist ein erwachsener Mann. Was für Ängste musst du haben, dass du das über dich ergehen lässt? Dass du Angst hast, von ihm zusammengeschlagen zu werden? Dass du Angst hast, von ihm vielleicht umgebracht zu werden? Ist er ein gewalttätiger Typ? Ja. Bist du früher von ihm auch geschlagen worden? Ja, auch. Ja. Ja. Du hast gerade so mal am Rande gesagt, ich habe auch 2 Selbstmordversuche schon unternommen. Was war das genau? 3 waren das. Während dieser Zeit, in den letzten 5 Jahren? Ja. Ja. Was hast du da genau gemacht? Einmal habe ich mir probiert, die Pulsadern aufzuschneiden. Mhm. Dann Tabletten habe ich genommen. 2-mal Tabletten auch. Ja. Ja, das war's. Ja. Hat deine Mutter da nicht nachgeforscht, hat gesagt, hier, was ist los, warum? Ja, ich hatte auch in der Zeit andere Probleme mit Drogen. Mhm. Und dann hab ich ihr gesagt, dass es deswegen war. Ja. Würdest du jetzt aber zu mir sagen, und ich hoffe, dass du mir ehrlich antwortest, dass es letztendlich wegen dieser Geschichte war, dass du das aus Verzweiflung getan hast? Ja, klar. Mhm. Was würde passieren, wenn du deinen Vater anzeigst? Traue ich mich nicht. Also, ich glaube, dass es eine sehr komplizierte seelische Hintergrundgeschichte bei dir gibt. Dass so in dem Alter, im Erwachsenenalter passieren kann und über einen so langen Zeitraum. Ich finde sehr gut, dass du hier angerufen hast, Sebastian. Ich glaube wirklich, dass das ein großer... Du hast mit noch niemandem darüber geredet. Ja, doch einmal mit meinem besten Freund. Mhm. Dennoch glaube ich, dass das eine sehr große Überwindung ist. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, dass du, wie alle Menschen in solchen Situationen, das ist nun bei dir wirklich eine Sondersituation, die ich so auch noch nicht gehört habe, wie alle Menschen in solchen Situationen eine permanente Hilfe brauchen. So brauchst du auch diese Hilfe. Jemand, der dir wirklich konstant zur Seite steht. Und aus diesem Kontakt heraus können dann Entscheidungen getroffen werden. Wie verhalte ich mich? Zeige ich den an? Habe ich den Mut, mich da rauszuholen, selbst rauszuholen? Was mache ich? Ich bin der Auffassung, dass du ganz schnell, ganz dringend einen wirklich guten psychologischen Beistand brauchst. Ich wäre gerne, oder wir sind gerne bereit, dir behilflich dabei zu sein, dass du eine Anlaufstelle hast, wo du auch anrufen kannst, morgen schon anrufen kannst. Und dass dir eine Hilfe vermittelt wird. Würdest du dich das trauen? Eigentlich nicht. Aber du hast dich ja getraut, hier anzurufen. Ja, aber dann schweiß ich, dass was anderes jetzt. Ja, aber du kannst da ja auch erstmal, was wir dir vermitteln werden, kannst du ja auch erstmal anrufen, wo du auch anonym bist. Weil das Ziel von den ganzen Aktionen, Sebastian, soll ja sein, dass du da rauskommst, dass du schaffst, da rauszugehen. Ich will ja auch selbst rauskommen. Bitte? Ich will ja auch selbst da rauskommen. Ja, eben. Aber dafür musst du dich entscheiden und auch sagen, ich will auch eine Hilfe haben. Und wenn du es sehr vorsichtig angehst, was ja verständlich ist, ist es ja auch in Ordnung. Das ist ja ein erster vorsichtiger Schritt hier, unser Gespräch.
Aber da muss es jetzt auch weitergehen. Wir können uns nur ein paar Minuten unterhalten. Ich kann dir nur meine Meinung sagen. Meine Meinung ist, dass du Hilfe brauchst, dass dir da jemand beistehen muss, weil ich das nicht erklärlich finde, was in dir da vorgeht, was da los ist. Da muss jemand sein, der sich richtig mit dir beschäftigt und der dir beisteht in der ganzen Angelegenheit. Wirklich mit dem Ziel, dass du aus diesem Grauen rauskommst. Du hast drei Selbstmordversuche hinter dir. Ich möchte gar nicht erahnen, was all diese Dinge auch mit deiner Sexualität machen. Hast du überhaupt noch sexuelle Bedürfnisse? Nee, eigentlich nicht. Hast du nicht einen ungeheuren Ekel, wenn du an all das denkst? Ja, klar. Welche Empfindungen hast du für deinen Vater? Gar keine Empfindungen. Wärst du denn damit einverstanden, dass du zumindest jetzt, das ist ja das Gleiche wie jetzt hier zwischen uns beiden, dass du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führst? Ja. Ja. Und sie kann dir ja die entsprechenden Adressen oder Telefonnummern geben. Die kannst du dir ja aufschreiben. Ja. Und dann kannst du für dich entscheiden, morgen, wann auch immer, ob du weitergehst oder ob du erstmal nicht weitergehst. Aber dann hast du es schon mal in der Hand und dann weißt du hier, ich brauche nur da anzurufen und dann könnte mir geholfen werden. Dann mache ich einen weiteren Schritt. Ja, weil ich habe jetzt auch wieder an Selbstmord gedacht in der letzten Zeit. Mhm. Deswegen geht das ja auch nicht. Mhm. Gut, also da kannst du ja nichts bei jetzt verlieren, da kann nichts passieren. Du legst auf und du wirst sofort von uns zurückgerufen. Von meiner Psychologin, die heißt Heide. Und dann kann es so weitergehen, eventuell, hoffentlich so, wie ich es dir gerade gesagt habe. Okay? Jetzt haben wir schon weggeschaltet. Ich sehe, dass die Heide schon am Telefonieren ist. Okay, gut. So, ihr Lieben, es geht weiter. Hier ist Erika und Erika ist 52 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin da etwas konsterniert und sehr berührt von dem Gespräch gerade. Hast du es mitgehört? Ja, so nicht so ganz, aber auch. Sehr ungewöhnlich. So was habe ich in der Tat hier noch nie gehört. Noch nie, niemals. Aber Erika, zu dir. Du hast angerufen. Aus welchem Grund? Suizid. Mein Sohn hat sich umgebracht. Dein Sohn hat sich umgebracht? Ja. Wann? Vor 5 Wochen. Wie alt ist er geworden? Am Tag vor seinem 27. Geburtstag. Keiner weiß warum. Keiner weiß warum. Keinen Brief hinterlassen. Keine Gar Nachricht. Nicht. Gar nichts. An dem ist Wetter. Fröhlicher, immer fröhlicher. Junger Mann. Keiner hat das geahnt. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hängt. Wer hat ihn gefunden? Seine Freundin. Hm. Mit der ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Ja. Wie war er hängt? Er war eine Woche im Internet. Hat sich ausführlich informiert. Wie man das macht? Ja. Das habt ihr nachvollziehen können, nachrecherchieren ja. können? Mhm. Mhm. Klar, mhm. kann man im Computer ja auch richtig machen. Ja, ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Sohn? Gut. Einfach nur gut. Ein völlig normales, gutes Mutter-Sohn-Verhältnis? Ja. Ja. Was, ist es dein einziges Kind? Nee, ich habe noch 2 Töchter. Mhm. Die hatten auch ein gutes Verhältnis. Ja. Was hat er vom Beruf gemacht? Das möchte ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber alles irgendwie normal? Er wollte die Meisterprüfung machen, den Betrieb übernehmen von seinem Chef. Ja. Mit seinem Chef. Also auch eine gute berufliche Zukunft hätte er vor ja. sich gehabt. Einfach nur ja. Bei allem ja. Alles nur positiv. Ich stelle es mir als Angehöriger in einem solchen Fall noch viel schlimmer vor, dass das passiert ist schon, das Grauen. Aber wenn man dann überhaupt keinen Anhaltspunkt hat, warum? Das ist das Schlimme. Das kreist immer in unseren Köpfen. Und ich kann den Kindern und meiner Schwiegertochter auch nicht helfen. Du hast einen guten Kontakt zu seiner Freundin. Ja. Ihr habt wahrscheinlich alles Mögliche schon durchgesponnen und durchgedacht. Alles. Und es gibt keinen hauchdünnen Ansatz. Wo und er war auch gesund, er hatte nicht... Ja. Habe ich mich auch erkundigt. Mhm.
das eine ganz schlimme, ein ungeheures Unglück. Mhm. Einerseits. Nee, nicht einerseits, es ist ein ganz schlimmes Unglück. Aber es gibt ja noch einen anderen Aspekt dabei. Welchen? Der mir jetzt gerade sofort einfällt. Sofort eingefallen, Erika, nachdem du das beschrieben hast. Gibt es das Gefühl auch des Zorns auf deinen Sohn, dass er euch das angetan hat? Ganz vage. Eher so ein Schuldgefühl. Ein Schuldgefühl? Mhm. Warum? Was falsch gemacht zu haben. Aber er hätte doch auch mal den Mund auftun können. Das ist das Problem. Das konnte er offensichtlich nicht. Der hat bei allen so ein Bild aufrechterhalten. Weil lebt der Vater auch noch, sein Vater? Dann, ja, wir sind seit Jahren getrennt. Ja, gut. Aber er hat seiner nahen Umgebung, seiner Mutter, seiner Freundin, den anderen nahen Menschen, den ganzen Freunden, so viel Leid zugefügt durch dieses, was er getan hat. Mhm. Hat er, ne? Muss man sagen. Mhm. Und es ist Wahnsinn, Erika, wenn du anfängst, dir das Schuldgefühl zu machen. Warum? Wenn du sagst, das war ein gutes Verhältnis. Ich habe wirklich nichts gesehen, sagst du. Nein. Dann kannst du dir ja keine Vorwürfe machen. Dann muss man ihm nachträglich Vorwürfe machen. Man muss sagen, warum, wenn ihm irgendetwas nicht gefallen hat im Verhältnis zu dir, im Verhältnis zu seiner Freundin, dann hätte er irgendetwas sagen müssen. Man nimmt doch nicht einfach, man stiehlt sich doch nicht so davon. Die Vorwürfe sind so, dass ich denke, ich habe den zu pflichtbewusst erzogen. Wie meinst du das? Zu streng? Nee, streng nicht. Zu pflichtbewusst. Was meinst du damit? Ja, sein Leben zu meistern, arbeiten zu gehen. Ach so, dass er in so einem Korsett... Problem zu leben. Dass er in so einem festen Korsett gelebt hat quasi. Dass du ihn da eingeführt hast. Ja. Alles muss so stimmig sein und alles muss... Mhm. Ja, ich weiß, das ist eine von drei Ursachen. Ich habe gelesen, Ursache, und dann habe ich die beiden anderen Begriffe vergessen. Und die Ursache, werfe ich mir vor, bin ich. Ich habe das letzte nicht verstanden. Die Ursache? Die Ursache bin ich. Die Ursache bist du? Ja, die Erziehung. Das werfe ich mir vor. Aber das ist sehr, sehr müßig, Erika. Sehr müßig. Das Verhältnis zu seiner Freundin war auch gut. Mhm. Wie lange waren die beiden zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre. Das heißt, da kennt man sich eigentlich verdammt gut. Sollte man sich kennen. Mhm. Und auch sie hat keinen blassen Schimmer. Also, dass er unter irgendwas gelitten hat. Dass er vielleicht nicht in dem Beruf sein wollte. Irgendwas. Er hat seinen Beruf geliebt. Der hat nur davon gesprochen. Also, es ist natürlich verständlich, wenn so ein Unglück passiert ist, dass man sich an die eigene Nase fasst und sagt, wo bin ich hier? Was habe ich da vielleicht mit angerichtet? Aber glaube mir, ich sage es nicht, um dich nur zu trösten in dem Unglück. Ich meine das wirklich ganz, ganz tief ernst. Ich glaube, wie du den Fall jetzt geschildert hast, dass du dir keine Vorwürfe machen darfst. Ja, manchmal denke ich das ja auch. Aber es kommt immer wieder. Ja, aber ich finde, dass du dagegen angehen solltest. Weil du machst dich ja irre damit. Du machst dich ja kaputt. Das Gefühl habe ich auch. Ja. Ich drehe mich im Kreis. Ja, ja. Ich habe eher wirklich, ich muss es nochmal sagen, auch wenn man nicht schlecht über Tote spricht, aber eher auch ich jetzt schon ein Zorngefühl auf ihn, dass er euch das angetan hat. Wenn er noch eine Information hinterlassen hätte. Erika, das tut mir jetzt irre leid, unsere Sendung ist gleich vorbei. Aber wir werden dich gleich nochmal anrufen. Ja, gut. Ich möchte von meiner Seite gerne noch ganz schnell einen Rat loswerden, einen Rat sagen. Wenn man sich so sehr im Kreis dreht und so allein gelassen ist letztendlich mit so einem Vorfall, fände ich es sehr, sehr gut, wenn du in eine Selbsthilfegruppe gehen würdest. Die ist in Köln. Weißt du schon? Mhm. Gehst du hin? Das ist einfach zu weit weg. Ja. Wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Okay. Gott. Erika, tschüss. Ja.
So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Jens Diegel. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, ausschließlich im Radio bei 1 Live und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wieder hier im WDR Fernsehen und im Radio. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen oder übermorgen.